Die Aktionswoche gegen Rassismus ist die Gelegenheit, um den Rassismus, der tatsächlich existiert, sichtbar zu machen. Und es bietet auch eine Plattform für Personen, die vom Rassismus betroffen sind, um sich zu äußern, sowie um einen Austausch zu fördern. Ich mache mit, weil ich ja, für ein besseres Zusammenleben bin, für mehr Toleranz. Wir starten ein Sozialexperiment, das heißt, probier's mal mit Kopftuch. Dazu werden hier Passantinnen am Samstag angehalten, ja mal so ein Kopftuch zu probieren. Am Ende dieses Parcours ja, können sie ein Emoji geben. War die Aktion gut oder schlecht? Oder ja, wie haben sie sich gefühlt? Meine Freunde und Arbeitskollegen mit anderer Hautfarbe oder anderer Herkunft erzählen mir immer wieder, dass sie mit Rassismus konfrontiert sind, also dass sie von der Polizei kontrolliert werden, aber auch, dass sie bei der Arbeit, bei der Wohnungssuche mit Vorurteilen konfrontiert sind. Wenn ich dann davon erzähle, merke ich, dass dass Rassismus immer wieder banalisiert wird. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und deshalb organisieren wir Workshops, Siebdruck-Workshops, wo die Leute Geschirrtücher mit Slogans gegen Rassismus bedrucken können. Seit etwa 7 Jahren beschäftige ich mich mit Rassismus, weil ich einerseits selber von Rassismus betroffen war und andererseits auch meine eigenen Stereotypen und Vorurteile bewusst wurde. Wir zwei sind hier für die Stiftung Kooperation und machen mit einer Lesung und einem Workshop mit. Zwar wird Tupoka Oget und Stephen Lassen, beide Antidiskriminierungsexperten aus Berlin, die kommen nach Bern und die werden lesen aus dem Buch Exit Racism. Und das zweite am Sonntag gibt es einen Workshop Rassismuskritisch denken lernen. Ich denke von Rassismus, gerade in der Schweiz ist das mega übel, dass das immer noch vorhanden ist. Unser Land ist vor ein paar Jahren von Italienern, Spaniern und Ausländern aufgebaut worden. Und dass man dann immer noch so krass urteilt über jemanden, der von einem anders kommt und eine ganz andere Kultur hat, finde ich einfach grausam. Für die Stadt Bern, der Rassismus hat hier keinen Platz. Und das ist etwas, das uns alle betrifft. Es geht nicht nur um die Personen, die vom Rassismus direkt betroffen sind. Wir sind alle betroffen vom Rassismus, weil der Rassismus macht unsere Gesellschaft viel schlechter, viel ungerechter. Und deswegen haben wir dieses Jahr dieses große X hier.